weiter geht's. Mit Ni No Kuni haben wir zuletzt den Waldgeist, nee, Waldwächter, so wie sie beruhigt. Also du meinst den. Und sollen jetzt wieder zurück zur Stadt. Ich schaff das schon noch. Hab vollstes Vertrauen, dass so in spätestens 3 Folgen wir in der Stadt sind. Das erinnert mich so ein bisschen an Pokémon. So, das war ja hier wieder. Wieso sind die so schnell? Ich hab Pause machen. Auf jeden Fall. Guck mal, da oben glitzert. Du wirst gleich angegriffen. Werde ich gar nicht. Und wieder 2. Jetzt schon mit Opa. So muss es sein. Von wo aus sehen die die eigentlich? Gefühlte 20 Kilometer entfernt. Sind das jetzt immer 2? Achso, die haben auch noch mich überrascht. Ja, die treffen kann man von hinten. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Du musst schnell auf Angriff wieder. Wenn du die ganze Zeit A drückst. Ich wollte das aber enden. Weißt du, wir haben jetzt hier 4 Viecher getötet und dann kam nichts raus. Konnte ja keiner ahnen, dass jetzt irgendwas rauskommt. Du brauchst halt mehr Geduld. Wenn du auf Angriff gehst, geht alles andere automatisch. Das hast du auch gesehen, oder? Ja, ein bisschen vorbeigerannt. Dafür hat der dich wieder hier von anderer Seite der Welt gesehen. Looks like he's still the worse for wear, huh? Mr. Drippy, we have to help him. Righto, Ollie boy. I'd better explain how it's done then, innit? First thing you'll need to do is to take the locket Treeface gave you and fill it with the piece of heart our friend is missing. The piece of heart? That's right. One of the bits we're all made up of deep down. The bits we're made up of? I don't understand. How can I put it? Just give it a go. You'll soon work it out, man. First off, what that guard's missing is a drop of good old-fashioned enthusiasm. Find some and give it to him, and he'll be right as rain. Okay, but where do I find enthusiasm? Well, now, feast your eyes on that other guard there. He's got more get-up and go than a sack of squirrels. If he hasn't got some enthusiasm to spare, I'm a monkey's uncle. Ask nicely, and I'm sure he'll give you a lend of it. Sure, I'll try my best. Let's make the most of today, shall we? What's up? I wonder if anything interesting. Entschuldigen Sie bitte, können Sie uns vielleicht einen Gefallen tun? Ich würde nur zu gerne, aber ich kann leider nicht. Ohne die Erlaubnis meines Kollegen darf ich das Tor nicht öffnen. Und darum geht es nicht. Wir würden nur gerne etwas von Ihrem Enthusiasmus borgen. Haha. Na, wenn du Enthusiasmus brauchst, davon habe ich genug. Nimm dir so viel du willst. Vielen Dank.
Dröpfchen, wie kann ich den Enthusiasmus aus seinem Herzen nehmen? Schau in deinem Buch auf den Seiten nach, die du vom Ollenbaum Heini bekommen hast, ja? Erst musst du den Zauber Herz empfangen anwenden. Herz empfangen? Wie? Klar doch. Dann empfangen wir das Herz. Tidy! Looks like you got yourself a locket full of enthusiasm. Now, you just gotta give it to our friend over by there. Okay, here goes. Wir müssen diese Wache also den Enthusiasmus geben, den wir von ihrem Freund hier bekommen haben, oder? Genau, Ali. Diesmal brauchst du den Zauberherz schenken. Ist klar, oder? Ich weiß, klingt fast wie der andere, aber verwechsel die beiden bloß nicht. Keine Sorge, Tröpfchen. Herz schenken ist der zum Heilen von gebrochenen Herzen. Das kann ich mir merken. Also, wenn du Herz schenken zauberst, musst du das Herzstück, das du ersetzen willst, aus deiner Fiole wählen. Gerade hast du eh nur eins drin, also könntest nicht mal du es vermasseln. Dann mal los. Gib dem Torwächter seinen Enthusiasmus zurück. Okay, los geht's. Jetzt muss er einfach werden. Okay. Beautiful! It worked! Neato! Tidy! Looks like he's back in the land of the living! What's happening? Where am I? Well, 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 you're back with us, I see. Yes, I feel so strange, as if a weight has been lifted from my heart. I feel better. Thank goodness for that. I was worried about you. I'm sorry, I wasn't myself. But I'm back now, and ready to work harder than ever. Well then, these fine people have all come to visit our great kingdom. I think we'd better let them in. Indeed we had. This way, everybody! Ich kann dir nicht genug danken, aber du bekommst nicht sicher eine sattliche Menge Verdienststempel für deine Heldentat. Verdienststempel? Was ist das denn? Du hast mir also geholfen, ohne an die Verdienststempel zu denken, die dir das einbringen würde. Du hast aber einen Stempelkarte, oder nicht? Darauf kannst du die Stempel sammeln, die du erhältst, wenn du anderen aus der Patsche hilfst. Solltest du noch keine Karte haben, dann statte dem Auftragsexpress hier in der Stadt einen Besuch ab und hol dir eine. Aber ich schweife ab. Ich muss dieses Tor öffnen. Darauf wartet ihr doch, oder? Ja, bitteschön. Schick, endlich kommen wir rein. Stempelkarte kriegt man auch beim Arzt. Beim Zahnarzt? Zum Beispiel. Aber auch für Impfung. Wir sind endlich hier. Endlich in Katzbuckel. Jawohl, ja, Olli. Zugegeben, es waren ein paar unvorhergesehene Hürden auf dem Weg. Aber Ende gut, alles gut. Und irgendwann wäre ich sowieso mit dir zum alten Baum Heini. Alles klar, die Jagd nach dem Zauberstab geht weiter. Der König hier kennt auch ein paar Zauberer. Vielleicht kann er uns ein bisschen helfen. Ein echter König? Klar. Dann müssen wir wohl zu dem großen Palast dort, oder? Ich würde mir erstmal so eine Stempelkarte holen wollen. Hier ist zumindest ein... Schau mal, die Dinger sind echt praktisch. Mit ein bisschen Glück kannst du die auch irgendwann mal benutzen. Sicherlich ein Teleporter-Ding. Das tut mir nicht.
Oh, es tut mir leid, wir haben derzeit geschlossen. Bitte kommt später nochmal vorbei, wenn ihr hier übernachten wollt. Oh, das ist zum Heilen an sich. Da ist keine Tür. Da hätte aber eine sein können. Also mal auf der Karte gucken, was da alles gibt. Da gab's Rüstung. Das andere beiden sagt mir jetzt nichts, was das sein könnte. Komm schon, Mann, was träumst du denn schon wieder? Auf zum Palast. Sollst du mal nicht da lang. Folgt den Tatzen. Offensichtlich. Jeepers. It's so different. Stop staring, man. It's rude. But look at those goofy clothes. Goofy? Are you blind? You are the goofy one around these parts. Huh? Ah, look at his funny clothes. Do I really look so strange? Crikey! We better get you a new outfit before they put you in the zoo! Come on, Ollie boy! Okay. Tut mir leid, Ollie. Egal wie modisch die in Motorville auch sind. Mit den Sachen kannst du hier echt nicht rumlaufen. Sind meine Kleider echt so schlimm? So seltsam. Aber ich habe keine anderen. Dann müssen wir dir halt welche kaufen, oder nicht? Hier in Gatsburg gibt es eine Menge Läden, Mann. Einer von denen wird ja wohl Klamotten im Angebot haben, oder? Wollte ich ja hin? Wahrscheinlich schon. Okay, suchen wir einen Laden, wo ich mir was zum Anziehen kaufen kann. Ich vermute, der da in der Mitte. Der mit dem Stern drauf. Entschuldigen Sie bitte, verkaufen Sie Kleidung aus dieser Welt, verkaufen Sie gewöhnliche Kleidung? Kleidung, mein Lieber? Ach, zum Kuckuck, wir haben gerade leider keine in unserem Fundus. Sag doch was nicht, sag doch sowas nicht, Mann. Guck doch, wie der Junge rumläuft, ist ja entbeinlich. Alle schauen ihn schief an, ich kann mich nirgends mit ihm blinken lassen. Huh, eine Fee. Früher wart ihr überall, aber die Kinder heutzutage wissen sicher gar nicht mehr, wer ihr seid. Wem sagst du das? Die Jugend von heute, Mann. Respektlos, ungebildet, frech wie Oscar. Wir würden eine Fee nicht mal erkennen, wenn sie ihnen vors Schienbein tritt. Nicht so wie du, Fräulein. Also, was die Klamotten angeht... Ja, mein Lieber. Lass mich nachdenken. Eureka, da fällt mir ein, hier war einmal ein Reisender, der seine Kleidung dagelassen hat. Er hat sich nur eingekleidet und die alten Sachen einfach hier zurückgelassen, wisst ihr? Mehr oder weniger von menschlicher Statur und billig möcht, ich mein, schick. Wir nehmen die Klamotten. Aber Tröpfchen. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Er war der Kuhn, der. Ja, er sagte, er sei besondere Kleider. Gewoben aus den Fasern des Himmelsbaums, wenn ich mich recht entsinne. Schön bequem, extrem strapazierfähig und Glück bringen sie auch noch. Das einzige Problem wird wohl die Größe sein. Wenn du das anziehen willst, werde ich ein paar Stühnchen brauchen, um Änderungen vorzunehmen, mein Lieber. Ich glaube, das Großmütterchen, also sie erinnert mich so voll an eine Eule und ich glaube, sie sagten eher, wenn du das anziehen willst, also würde ich das machen. Ja. Andernfalls würdest du darin schwimmen, könntest du morgen wiederkommen? Na klar, Mann, was sagst du, Olli? So ein Glücksgriff. Prima, vielen Dank, gnädige Frau. Ist mir ein Vergnügen, mein Lieber. Tschüss, bis morgen.
Bis morgen ist es ja noch ewig hin, Mann. Ich würde am liebsten gleich zum König, aber das geht ja nicht, solange wir mit deinen Klamotten nicht geregelt haben, oder? Vermutlich. Aber was sollen wir bis dahin tun? Ich weiß, die Wache am Tor hat doch was von einer Karte gesagt, die du dir in der Stadt besorgen kannst, oder nicht? Irgendwas Express oder so hieß der Laden. Der Laden, wo wir gerade waren mit der Eule, das war die Buhutik. Was? Auftragsexpress? Du hast den Vogel abgeschossen. Das war's ja. Ich wusste doch, dass es etwas mit Express war. Hast du dir gut gemerkt, Olli? Die Läden hier haben auch komische Namen. Oh ja. Meinst du? Die wurden halt danach benannt, wie sie aussehen. Dann mal zum Auftragsexpress. Aber flink, wie ein Spatz, okay? Ja, hat's aber natürlich sein. Du hängst am Abfluss. Willkommen beim Auftragsexpress. Hier können bedürftige Hilfe suchen, auf das sie Sorgen nicht verdienen. Auf das die ihre Führung. Und wer gerne Aufgaben für Menschen in Not übernehmen will, ist stets willkommen. Was für Aufgaben meinen Sie denn? Das weißt du wirklich nicht. Meine Güte, du bist wirklich nicht von hier, oder? Aber ich will es dir geschwind erklären. Leute, die Hilfe benötigen, kommen in Scharen zu mir. Sie hoffen, dass jemand ihre Aufträge für sie erledigt. Du wirst auf deinen Reisen viele Leute treffen, die Unterstützung brauchen. Und du wirst dich entscheiden müssen, ob du ihre flatternden Herzen beruhigen willst, indem du ihre Aufgaben erfüllst. Sidequests. Wirf einen Blick auf die Anschlagtafel da drüben. Da hängt eine Liste mit allen Aufgaben, die du übernehmen kannst. Beim Auftragsexpress kannst du auch Missionen annehmen, um bestimmte Monster auszuschalten. Das ist als Monsterjagd bekannt. Wenn du mehr darüber wissen willst, solltest du das Hauptmenü aufrufen und einen Blick in dein Tagebuch werfen. Mein Tagebuch? Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. In deinem Tagebuch kannst du auch sehen, wie viele Verdienststempelkarten du besitzt. Oh, der Torwächter hatte etwas darüber gesagt, aber ich glaube, ich habe keine. Hoho, du hast keine? Das lässt sich flugs ändern. Pass gut auf diese Stempelkarte auf. Du brauchst sie, um Stempel zu sammeln, die du für erledigte Aufgaben bekommst. Wenn du ein paar Karten voll hast, kannst du sie gegen Belohnungen einlösen, die dir auf deinen Reisen sicher von Nutzen sein können. Gehe einfach zum nächsten Auftragsexpress-Finale, Filiale, gib deine komplettierte Karte ab und die Belohnung gehört dir. Okay, vielen Dank. Nun, anderen aus der Patsche zu helfen, gehört zum Weltretten dazu, Olli. Also, das war ich. Mhm. Aber bevor wir einen guten Taten anfangen, brauchst du die passenden Klamotten. Das Uhu-Großmütterchen hat gesagt, deine Sachen werden morgen fertig sein. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir erstmal in das Katzenkorb gehen und uns eine Runde aufs Ohr hauen, was? Was zur Hölle? Also das sind die, die du jetzt schon geschafft hast. Kannst du mal gucken, hier muss ja jetzt irgendwo die Auftragsdings sein. Die Anschlagtafel. Da. Mich würde ja auch interessieren, also ich würde dann vorher nochmal zu dem Torwächter gehen und dann nur einkriegen. Naja, Aufträge sind, Träge sind jetzt verfügbar. Ein Katzenvöglein nahe der Buhutik im Katzenbuckel sieht etwas besorgt aus. Finde heraus, was mit der Katzenvöglerin nicht stimmt. Gibt es zwei Stempelfüge? Eine Katzenvöglerin, die in der Nähe von Waffenhorst im Katzenbuckel steht, scheint sich etwas zu sagen. Finde heraus, worüber sie ganz genau macht.
Eine Mutter in Katzbuckel scheint sich um irgendetwas Sorgen zu machen. Gehe zu der fraglichen Mutter und rede mit ihr. Ich kann das nicht irgendwie ankriegen. Ah, okay. Sie ist dann wahrscheinlich. So, muss ich wahrscheinlich finden. Kann man mal auf die Karte gucken. Ah, da blinken wir nämlich welche, genau. Ich will jetzt trotzdem erst zur Wache. Es sind sogar vier, die. Also, ja, das eine ist ja dann die Tante, wo wir hin müssen zum Schlafen. Ja, dann geht's aber. Muss da gerade raus. Danach komme ich wieder und rede mit euch an. Geil. Die blinken. Hey, gib mir meine Stempel. Fahr auf dich bloß nicht, Mann. Ich weiß ja nicht mal, wo links und rechts ist. Ich wollte nicht mit dir reden. Danke für deine Hilfe. Ich habe mich noch nie so voller Leben gefühlt. Meine Stempel. Fünf Gulden. Jetzt sind wir reich. So, was los mit Techno? Meine Güte, wo sind die kleinen Rocker denn nun schon wieder hin? Stimmt etwas nicht? Meine Jungs, die drei laufen dauernd weg und kommen nicht nach Hause zurück. Ich weiß, dass sie nur spielen, aber ich habe Angst, dass sie sich wehtun könnten. Sie sorgen sich sehr um sie, oder? Das stimmt. Und heute sind sie noch später dran als sonst. Ich bin ganz außer mir von Sorge. Ach, Mütter haben es einfach nicht leicht. Egal, was passiert, nicht? Hast du vielleicht ein bisschen Zeit? Könntest du nach meinen Jungs suchen? Es tut mir leid, dass ich dich damit belästigen muss, aber ich wäre dir unendlich dankbar, wenn du mir Bescheid geben könntest, für den Fall, dass du sie findest. Oh, du hast schon wieder das Spiel verpackt. Okay, also alles, was nicht glitzert, kann ich auch nicht anfassen. Die hat sich bewegt. Die Luft. Miau, mei. In welchem Krug hab ich? Ups, stimmt was nicht? Ja, mein kostbarer Schatz. Ich weiß nicht mehr, in welchem Krug ich ihn versteckt habe. Oh, das ist ja schlimm. Was für ein Schatz ist es denn? Der rote Ohrring meiner Großmutter. Er hat eine miausnehmend schöne Form. Könntet ihr mir vielleicht zur Pfote gehen und beim Suchen helfen? Wirklich? Miaus gezeichnet. Er ist in einem dieser Krüge, die überall in der Stadt zu finden sind. Nein, der Krüge, sagst du? Lass mich nur machen. Du bist ein wahrer Gentleman. Ups. Ich glaube, die Stadt ist größer.